Er hat mit das schärfste Mundwerk im Landtag. Mal sehen, wie er von hier oben vom Fernsehturm aus auf die politische Lage und auf seine FDP guckt. Der FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke. Und den hole ich jetzt unten ab. Kommen Sie mit. Hans-Ulrich Rülke, 61, FDP, Fraktionsvorsitzender im Landtag, verheiratet, 3 Kinder. Manche nennen ihn den heimlichen Oppositionsführer. Hans-Ulrich Rülke weiß, wie man austeilt. Was muss denn ein Minister tun, damit Sie ihn entlassen? Was muss er tun? Seit 14 Jahren führt er die FDP-Landtagsfraktion. Sein alter Traum, in einer Koalition mit der CDU Minister zu werden, ging bislang nicht in Erfüllung. Deshalb drückt Hans-Ulrich Rülke weiter die harte Bank der Opposition. Kurze Blitzfragerunde. Was macht mehr Spaß, Opposition oder Regierung? Im Moment im Land Opposition. Was ist eher der große Gegner der FDP, die Grünen oder die CDU? Die Grünen sind eher unser Gegner. Und mit wem würden Sie lieber im Fahrstuhl stecken bleiben, mit Thomas Strobel oder mit Winfried Kretschmann? Mit Winfried Kretschmann. Sie führen die FDP-Fraktion seit vielen Jahren. Ich habe Sie schon wettern hören gegen die SPD, gegen die Grünen, gegen die CDU, gegen die AfD, also eigentlich gegen alle. Und auch in der Berliner Ampel fällt die FDP zurzeit eher auf mit Gegenpositionen. Ist dieses Ich bin dagegen ein gutes politisches Konzept? Nun, es ist nicht so, dass die FDP in Berlin nur Gegenpositionen einnimmt. Wir haben beispielsweise bei der kalten Progression die Bevölkerung um etwa 50 Milliarden Euro entlastet. Wir haben ein Einwanderungsgesetz geschaffen, das dem Arbeitsmarkt zugutekommt und das vielleicht auch geeignet ist, Leute abzuwehren, die kein Asylrecht in Deutschland in Anspruch nehmen können. Und es ist mit Sicherheit so, dass die FDP natürlich manche Gesetze verhindert hat, aber manche auch besser gemacht hat, wie zum Beispiel das GEG. Aber hier im Land, da fallen Sie schon da als starker Oppositionsführer, obwohl Sie das ja von der Prozentzahl her nicht sind, auf. Sie haben den Rücktritt von Lucha gefordert, von Strobel, jetzt die ganze Zeit ergebnislos. Nutzt sich dieses Schwert nicht irgendwann mal ab? Nun, die Aufgabe der Opposition ist es ja, den Finger in die Wunde bei der Regierung zu legen. Und klar ist, Herr Lucha hat viele Fehlentscheidungen in der Corona-Krise getroffen. Und Herr Strobel hat einen der größten Skandale zu verantworten, die die Bundesrepublik Deutschland je erlebt hat. Es ist schon die Aufgabe der Opposition, darauf hinzuweisen. Und dennoch scheint es ja in den Umfragen nicht zu fruchten. Die jüngste Umfrage hier im Land hat die FDP verloren, 3 Prozentpunkte. Die AfD hat stark zugelegt. Ist das nicht ein Zeichen, dass die Wähler, wenn sie Protest wollen, dann doch eher die AfD wählen? Nun ist es ein Zeichen dafür, dass die Wählerinnen und Wähler in Baden-Württemberg der FDP verübeln, dass es nicht gelingt, im Bund manche grüne Ideologie vollständig zu stoppen. Meine persönlichen Werte sind ja nicht schlechter geworden bei der Umfrage, die Sie zitieren. Also liegt es schon nahe, dass da die Bundespolitik sehr stark hineinspielt. Und wenn Sie jetzt eine Strategie bräuchten, um wieder Wähler zurückzuholen? Unsere Strategie ist klar, wir wollen deutlich machen, wir stehen für individuelle Freiheit. Wir stehen auch dafür, dass jeder essen kann, was er will, dass jeder ein Auto fahren kann, wie er sich das vorstellt. Und dass jeder sprechen kann, wie er will, und nicht ein Erziehungsstaat nach grünem Vorbild. Einen krassen Meinungswechsel, den hätte ich gerne mal erklärt. Sie haben immer lautstark für die Ampel im Land geworben, bei der letzten Landtagswahl, auch bei 3 Königstreffen. Und vor wenigen Wochen sagen Sie plötzlich, mit Ihrer FDP gibt es keine Ampel im Land. Wie kommt denn jetzt das? Ich habe nie lautstark für eine Ampel geworben. Ich habe nur sondiert 2021, ob eine Ampel möglich ist. Es war nicht möglich, weil Herr Kretschmann die ideologischen Positionen der Grünen absolut gesetzt hat. Dazu war nur die CDU bereit in einer Koalition, wir nicht. Und ich habe auch bei 3 König nicht für eine Ampel geworben, sondern ich Aber habe jetzt deutlich gesagt, gemacht. Wenn Sie jetzt die Regierung sozusagen auflösen, dass Sie dann für eine Ampel zur Verfügung stellen? Kann es sein, stellen? Frau Heiber, dass Sie mich mit Herrn Theurer verwechseln? Das heißt, das ist nicht Ihre Position? Es ist schon unsere gemeinsame Position des Landesvorsitzenden Michael Theurer und mir, dass wir als FDP in dieser Legislaturperiode für keine Ampel mehr zur Verfügung stehen. Sowohl wenn Grün-Schwarz scheitert, als auch für den Fall, dass Herr Kretschmann frühzeitig abtritt.
Und was ist mit Ihnen, wenn Sie jetzt an Ihre politische Zukunft denken? Denken Sie da bis zur nächsten Landtagswahl? Sehen Sie sich nach einer Landtagswahl vielleicht einen Ministerposten? Oder sagen Sie, da ziehe ich mich dann zurück? Es geht nicht um Personen. Ich bin jetzt zunächst mal für 3 Jahre wiedergewählt als Fraktionsvorsitzender und werde in diesen 3 Jahren Oppositionspolitik machen. Es sei denn, es gibt vorgezogene Neuwahlen, dann wird man das Ganze neu zu bewerten haben. Und was 2026 ist, das entscheiden wir dann gemeinsam in der FDP 2025. Jetzt haben Sie zweimal das Stichwort Neuwahlen gebracht. Glauben Sie wirklich, es würde irgendwann zu Neuwahlen kommen? Oder ist es jetzt wieder ein bisschen Sticheln aus der Opposition? Nein, das ist nur eine theoretische Möglichkeit. Ich habe ja gesagt, es gibt mehrere Optionen. Die wahrscheinlichste ist, dass die grün-schwarze Koalition bis 2026 weitergeht. Es kann aber auch sein, Herr Kretschmann tritt aus Altersgründen zurück und ein möglicher Nachfolger findet dann im Landtag keine Mehrheit. Was sollen wir denn anderes machen als Neuwahlen? Also ich halte es nicht so für wahrscheinlich, aber ich sage danke für dieses Sommerinterview. Danke Ihnen auch, Frau Heiber.